Moin, moin, schönen guten Abend, herzlich willkommen, lebenslange Eins, Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp, mit dem Europapokalsieger, der Pokalsieger 1992, 29 Jahre ist es der SV Werder Bremen. Scoop, was waren das noch für schöne Zeiten? Sag uns doch bitte nochmal die beiden Torschützen des damaligen Finals. 1-0 Klaus Allofs, 2-0 Vinten Kiwi-Rufer. Und was hat der Bremer Radioreporter? Goal, 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 hat er geschrien. Das war es. Unser Europapokalsieg 1992. Ein Traum. Und 29 Jahre Ja. später, Sepp, haben wir die Realität. Und jetzt zu dir. Die Realität sieht so aus, wir können uns freuen. Es winken uns eine Menge Nordderbys in der zweiten Liga. Ja, Osnabrück, Braunschweig, Pauli, HSV und so weiter und so fort. Also man kann sich wirklich nur auf die neue Saison freuen, wenn es so weitergeht. Wir machen den Podcast heute mal oder die YouTube-Sendung heute extra spät am Freitagabend. Parallel läuft gerade das Spiel Stuttgart gegen Augsburg. Wo ich gerade jetzt rede, steht es 1-1, also nicht so gut für uns. Wir wollen jetzt bis zum Ende der Aufnahme das Ergebnis quasi noch mitverfolgen, weil das anscheinend oder weil das für uns ja, vermutlich entscheidend ist jetzt hier in der jetzigen Situation und in der Saison. Gehen wir aber mal vielleicht ja, auf die letzte Woche beziehungsweise auf die Vorbereitung jetzt für unser Spiel gegen Leverkusen erstmal ein. Scoop, hast du noch ein paar Informationen? Wie sieht es denn aus? Bayer Leverkusen jetzt zu Gast am morgigen Samstag. Ja, genau. Also negative Nachricht ist ja die Nachricht mit Ömer Toprak, ne? Dass der höchstwahrscheinlich bis zum Saisonende komplett ausfällt. Der wird uns natürlich morgen fehlen. Das ist natürlich ein Stabilisator der Abwehr, der nicht dabei ist. Gerade bei den schnellen Leverkusener Stürmern. Obwohl die sind natürlich die Außenstürmer sind nicht schnell, aber es werden ja auch ein paar Konter durch die Mitte kommen, sage ich jetzt mal so. Und wenn dann ein Laufduell mit Ömer Toprak ist, dann mache ich mir nicht so viele Gedanken. Aber wenn morgen der Bailey oder der Diaby ein Laufduell gegen den Moisander macht, dann muss ich nicht weiterreden. Ne? Da wissen wir jetzt schon, wie es ausgeht. Die beiden in dem Moisander wahrscheinlich 3 Meter ab statt 2 Meter. Und da habe ich natürlich morgen ziemlich Respekt vor. Und ich habe auch, weiß ich nicht, irgendwie habe ich für morgen keine gute Hoffnung. Und du siehst ja auch, wie die anderen Mannschaften gerade spielen. Also auch wenn Augsburg heute einen Punkt holt, wo es ja nach. Au oh, 2-1 Stuttgart. Sorry. Stuttgart macht gerade erst 2-1. Das ist natürlich Ja, jetzt passend zu meiner es ist Formulierung gerade. live, alles live. Der Scoop, der kann gar nicht so richtig reden über Werder Bremen, weil er das andere Spiel verfolgen muss. Kalajdzic, Aber ja. es hört sich sehr gut an. Gucken wir nochmal, wie es weitergeht. Du warst gerade Genau. dabei, Leverkusen, schnelle Jungs. Und du bist der Meinung, dass das Spiel morgen echt schwierig wird. Ja, das ist definitiv schwierig. Wir Leverkusen europäisch, wie gesagt, die wollen sich auch noch qualifizieren. Hannes Wolf will auch den Job weiter in Leverkusen machen, meiner Meinung nach. Also, das wird ein ganz, ganz schwieriges Ding. Ich glaube, die Statistik gegen die sieht auch nicht so gut aus. Letzter Heimsieg, glaube ich, vor 5 Jahren. Und die letzten Spiele hat Leverkusen ja auch immer gut ausgesehen. Also, tut mir echt leid, Werder-Fans, aber es spricht, glaube ich, gerade nicht wieder viel für uns, meiner Meinung nach, Ja, vor dem Spiel. gehen wir nochmal vielleicht direkt mit Statistik weiter. Hannes Wolf ist, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, 5 Spiele im Amt. Er hat nur gegen die Bayern verloren, alle anderen hat er, glaube ich, sogar gewonnen, alle vier. Also die Bilanz ist recht gut. Die Bilanz insgesamt von Werder gegen Leverkusen sind bei 81 Spielen in der Bundesliga 27 Siege noch und 22 Niederlagen bei 32 Unentschieden. Wie du gesagt hast, vor 5 Jahren, 2016, das letzte Mal gewonnen. Zu Hause in der Bundesliga. Ja, es wird sehr schwierig, denke ich mal. Gerade eben spricht nichts für für unseren Verein. Gestern natürlich muss man mal sagen, was die jetzt ein Brett haben hier, für eine Bank, die Herthaner. Die haben 9 Leute ausgetauscht und fegen Freiburg da locker aus dem Stadion. Ja, die werden wohl Bielefeld, ich glaube, die spielen jetzt gegen Bielefeld, die werden Bielefeld wohl auch besiegen. Wir können jetzt nochmal direkt in den Vergleich gehen, ja auch mit den anderen Mannschaften. Also aus meiner persönlichen Sicht holt jetzt Hertha noch locker 6 Punkte. Die haben jetzt sogar 4 Spiele, die können jetzt noch gegen Bielefeld gewinnen, die können noch gegen Schalke gewinnen, die können gegebenenfalls gegen Köln gewinnen, selbst gegen Hoffenheim könnten sie noch gewinnen. Also die sind für mich wahrscheinlich sogar nächste Woche Mittwoch, da haben sie ein Nachholspiel gegen Schalke mit 6 Punkten schon durch. Da ist dann der Abstiegskampf erledigt für die. Tja, wenn wir mal weitergehen,
Freiburg scheint jetzt außer Form zu sein. Köln spielt gegen die am Sonntag. Das heißt, die Köln haben auch noch Genau, gute drei Punkte Chancen. von Köln. Köln Genau. spielt noch gegen Schalke, letztes Spiel. Ja, aber wenn ich jetzt sage, Hertha würde vielleicht noch gegen Köln gewinnen, aber Köln hat auch noch mal locker Chancen auf 4 bis 6 Punkte, aus meiner Sicht, Richtig. definitiv. Gut, Ja. Schalke ist jetzt weg. Bielefeld, das ist ganz entscheidend, weil die halt auch eine schlechte Tordifferenz haben. Die spielen halt gegen Hertha, sollten sie da verlieren, haben sie nur noch gegen Hoffenheim und Stuttgart eine Chance. Da könnte es eng werden bei denen. Ja, also die holen vielleicht 3 Punkte. Und deswegen machen wir das jetzt auch heute speziell. Gott sei Dank ist nochmal ein Tor gefallen. Einer der heißesten Kandidaten ansonsten für uns, obwohl sie anscheinend für den Moment sehr gut spielen in Stuttgart, wäre Augsburg. Weil Augsburg dann, falls sie heute verlieren würden und wir gegen die gewinnen, wären wir punktgleich und müssten dann vermutlich aufgrund der Tordifferenz an denen vorbeiziehen. Und die spielen noch gegen Bayern München am letzten Spieltag in München. Korrekt. So. Genau. Die Bayern haben natürlich ein bisschen geschwächelt mal, aber es letztes Spiel für Flick, letztes Spiel für Alaba, letztes Spiel für Boateng. Und Robert Und die Lewandowski nicht wollen. zu vergessen. Bitte was? Robert Lewandowski, Genau. Torjägerkanone, Die 40 Tore, wollen Gerd locker Müller. die Torschützenkanone dann nochmal holen für ihn. Genau. Also da würde ich jetzt mal mit so einem 5 zu 0 rechnen. Ja. Ja. Und viermal Also mal Lewandowski. ganz konservativ gerechnet. Also ist das schon eine Genau. riesige Möglichkeit, falls man Augsburg schlägt. Wie gesagt, du hast es auch, glaube ich, noch parallel wirklich live geguckt. Haben sie wohl recht gut gespielt. Also wir müssen jetzt noch warten, sind noch so 15 Minuten zu spielen. Also ist jetzt ein bisschen, wie ihr es halt kennt, das ist ja ein Fan-Talk. Es ist So alles sehr sieht's dynamisch hier aus. bei uns und wir kommen manchmal von dem einen zum anderen. Waren ja eigentlich bei der Vorbereitung noch mit Leverkusen. Statistik spricht halt gerade eben nicht so wirklich für uns. Gut, die Leverkusen, da muss man auf die Tabelle gucken. Gut, sind Sechster, ja, gut, die könnten. Ja, Champions League schaffen sie nicht, aber die müssen natürlich vor Gladbach noch ihren Europa League-Platz verteidigen und vor Union Berlin. Also die schenken das Spiel sicherlich nicht her. Nein, die müssen genauso Gras fressen, wie Werder morgen Gras fressen muss, definitiv. Die müssen das Spiel ja gewinnen. Die haben Stefan wahrscheinlich auch noch Leverkusen. Spiele. Was spielen die, gegen wen spielen die danach noch? Gegen ja, Union Berlin noch und gegen Dortmund. Ja, okay. Die Ja. müssen halt auch mindestens 6 Punkte holen, sage ich jetzt mal, aus den Genau. 3 Spielen, um halt da noch Sechster zu bleiben. Die haben nämlich 4 Punkte Vorsprung. Das würde dann erreichen. Ne? Genau, also die müssen auch unbedingt Europa, Stefan Leverkusen, nicht europäisch dabei, gerade Corona-Krise, die wir zurzeit haben, das Finanzielle. Okay, Bayer steckt dahinter das Werk, aber trotzdem sind sie dann bestimmt auch nicht so auf Rosen gebettet. Also die brauchen schon den Europapokal auch, denke ich. Braucht eigentlich jede Mannschaft zurzeit. Ne? Ja, gut, klar, genau. Ja, aber Ja, nochmal so. zurück zu Werder, Sepp. Jetzt hat man ja wieder ein bisschen die Pressekonferenz vom Kofeld gesehen und so weiter und so fort. Also es ist ja immer noch, dass er weg von der Taktik gehen will, dass es nur noch über die Moral geht oder über den Mut geht, dass sie Selbstvertrauen haben sollen, dass sie ins Spiel gehen sollen. Selke und Füllkrug sollen wohl wieder stürmen. Also diese Taktik in Anführungsstrichen will er beibehalten, hat der Kofeld gesagt. Das soll ganz, ganz viel jetzt über das Engagement gehen. Aber trotzdem, ich glaube, gegen Leipzig habe ich es auch gesagt, dass die Klasse wird nicht reichen. Da haben wir fast das Spiel, ja, nach 90 Minuten haben wir wenigstens einen Punkt geholt. Ich sage mal, vor dem Spiel morgen gegen Leverkusen. Ich sage, vor dem Spiel jetzt am Freitagabend um 22:10 Uhr, sage ich dir, wäre ich mit einem Punkt morgen zufrieden. Definitiv. Also mit einem Punkt könnte ich morgen sehr gut leben. Wenn du dann in Augsburg gewinnst, hast du 34. Also dann sieht das schon mal nicht so schlecht aus, denke ich. Nur wenn es ganz dumm läuft und du holst morgen keinen Punkt und verlierst dann noch in Augsburg, dann gehen, glaube ich, so langsam die Lichter aus, weil du dann, glaube ich, auch auf dem direkten Abstiegsplatz schon bist. Dann bist du schon 17. vor dem letzten Spieltag. Und ob du dann Gladbach schlägst, weiß ich nicht. Also Gladbach, letztes Jahr am letzten Spieltag hatten wir Köln, die waren weg von Gut und Böse, die haben wir 6-1 abgefegt. Aber Gladbach wirst du am letzten Spieltag dieser Saison, die werden das Spiel ja nicht verschenken, weil die wollen auch in Europa League. Und wenn wir echt dann am 33. Spieltag 17. sein sollten, dann sehe ich schwarz, dann kannst du schon die Landkarte für die zweite Liga auf jeden Fall rausholen. Ja, sehe ich auch so. Also mein Credo wäre immer, dass man mindestens 4 Punkte holen muss und nicht gegen Augsburg verlieren darf. Genau. Damit einher geht ja fast schon, dass man Augsburg schlägt oder halt zum Beispiel morgen das Spiel gewinnt. Also es ist ja gut.
Was soll man machen, ne? High Noon, würde man hier beim Western sagen. Drei Genau. Spieltage, die Karten sind eigentlich offen gelegt. Man weiß, woran man ist und muss halt einfach liefern. Du hast es gesagt, die werden wahrscheinlich mit oder wir werden wahrscheinlich mit zwei Spitzen spielen. Wir hatten das ja auch nochmal gesprochen, dass ich das gar nicht so schlecht fand, weil ich sag jetzt mal so, die Einstellung auf dem Platz war ganz cool. Auch wenn Selke, glaube ich, noch gar kein Tor gemacht hat bisher. Aber ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass es vielleicht dann mit dieser Methode probiert, ja. Spielerische Akzente können wir eh nicht setzen. Wir Ja, müssen uns halt das einfach so ja. durchkämpfen, ja, mit Glück und Vielleicht mal wieder vielleicht ein mal ein Standardtor. Eckentor, Genau. Standardtor. Dann mal Erinnere ich wieder gut. damals noch, wie Griechenland Europameister geworden ist. Sie haben fast nur Standardtore. Genau. Ja. Genau. Also, Da das war aber ist Otto halt. noch Trainer. Genau. Und du weißt ja auch mal, hier Sieg gegen Bielefeld oder so, das war auch so ein grottiges Spiel, ja. Ja, Also, das hat natürlich. ja nichts mit Fußballspielen zu tun. Nein, Aber hast definitiv. du, glaube ich, Aber gewonnen, ne? Also 2-0 gewonnen oder 3-0 war es sogar, ich weiß gar nicht mehr. 2-0. 2-0, okay. Entschuldigung, Sepp, aber das wäre mir natürlich morgen scheißegal. Ein dreckiges 1-0 in der 95. Minute würde ich die Wohnung hier abreißen. Also wäre natürlich scheißegal, wie wir morgen, So wie muss wir es morgen sein. gewinnen. Wir gucken gerade mal, du hast also geguckt, 82. Minute, 83. Minute ungefähr, ne? Ja, Sieht noch gut aus. 2-1. Ja, noch. Ja, also wir brauchen schon Schützenhilfe. Ist traurig, dass Werder Bremen darauf angewiesen ist, aber ansonsten sieht man ja, wenn kein Wunder passiert, dann wird es morgen auf jeden Fall sehr schwierig. Genau. Wir müssen vielleicht noch über ein paar andere Sachen reden, die ich will jetzt mal mit den leichten Themen anfangen für die Fans, wen es immer interessiert. Machen wir mal, es gibt ja demnächst dieses Corona-Quarantäne-Trainingslager. Also alle, die Genau. so im Großraum, das ist ja Hannover, Basinghausen wohnen, die können halt da gerne mal vorbei fahren. Das ist da wohl auch auf der Sportschule in Basinghausen. Beim Sporthotel Fuchsbachtal. Da Genau. wird sich wohl Werder Bremen zurückziehen und das Trainingslager dann da bestreiten. Das Quarantäne-Trainingslager, also alle, die aus der Region kommen. Ne? Vielleicht könnt ihr ja zumindest mal von der Ferne, ich weiß jetzt nicht, wie da die Maßnahmen vor Ort sind, mal etwas gucken, was die Jungs da so machen oder ob die ganze Zeit nur PlayStation spielen. Ja. So, das jetzt mal so als lockerer Auftipp. Ansonsten kann ich euch nochmal, wir werden beides nochmal verlinken. In den Shownotes auch nochmal eine schöne Story über Frank Ordenewitz, über Otze. Ja, sozusagen verlinken. Das kann man sich gerne mal durchlesen. Da erzählt er nochmal über die damalige Sache, wie er beim Köln im Halbfinale, als er für Köln gespielt hat, im Halbfinale im Pokal, sich noch eine rote Karte geholt hat, weil er dann fürs Finale, also er hatte eine gelbe Karte zuvor bekommen, wäre fürs Finale gesperrt gewesen. Mit der roten Karte waren damals die Regeln so skurril, dass er quasi irgendwie einfach die nächsten paar Wochen gesperrt wäre. Und das Pokalfinale wäre so weit in der Zukunft gewesen, dass er dann wieder spielen könnte. Also eine ganz, ganz ulkige Story, kann man sich auf jeden Fall mal durchschauen. Und wo wir bei ulkigen Storys sind, es gibt schon Gerüchte vom Stürmer von Sandhausen, Kevin Behrens, der mal in der Jugend gespielt hat für Werder, Ja. der sich jetzt noch nicht für eine Verlängerung des Vertrages entschieden hat bei Sandhausen. Die schien auch, glaube ich, noch gegen Abstieg, weil er vielleicht auch noch damit munkeln würde, vielleicht noch zu Bremen zu wechseln, vor allem, wenn die halt in die zweite Liga absteigen. Ob das Ja. jetzt ein großes Interesse ist aus Seiten von Werder, sei mal dahingestellt. Aber wir wollen ja mit euch alle Punkte mal so ansprechen. Und dann mal jetzt nochmal eine schöne Überleitung. Punkte ansprechen bedeutet ja auch den Zeitplan, wie es mit dem Trainer weitergeht. Laut Pressekonferenz haben die ja es vereinbart, jetzt sozusagen nach der Saison sich zusammenzusetzen. Und es sickert ja eigentlich immer mehr durch, dass danach Ende ist, auch wenn das alle dementieren, sodass man sich trennt. Und wir reden dann über fünf potenzielle Kohfeldt-Nachfolger, die du, Scoop, natürlich alle aus dem FF mit Statistiken kennst. Natürlich, Leg mal los. ich werde sie alle fünf nennen und werde da mal meine subjektive Meinung dazu geben. Ne? Sehr, Fangen wir sehr an. Wir gut. fangen damit an, mit dem ich am wenigsten haben möchte, der ja nicht nach Werder Bremen kommen soll, obwohl er natürlich eine Vergangenheit hat und bei Werder Bremen gespielt hat. Aber er hat zweimal den HSV oder einmal den HSV vom Abstieg gerettet. Also ein Kandidat wäre wohl Bruno Labbadia. Den möchte ich absolut gar nicht haben. Ist meine persönliche Meinung. Dann zweiter Kandidat soll wohl auch sein, Edin Terzic von Borussia Dortmund.
Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich natürlich sage, er war jetzt 4 Monate beim BVB, aber hat natürlich Pokalfinale erreicht, hat Champions League mit denen gespielt und kratzt jetzt auch wieder an der Champions League Teilnahme für nächste Saison. Also so schlecht muss der Trainer nicht sein, obwohl er natürlich eine schwierige Anfangszeit hatte. Aber da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Und dann natürlich aktuelle Zweitligatrainer, wo zwei Trainer noch von aufsteigen können. Und der eine ein Bremer Junge ist, also ich nenne jetzt mal die Namen, da ist einmal der Ole Werner von Holstein Kiel, dann ist es der Leitl von Greuther Fürth und der Timo Schulz von St. Pauli. Ich sag mal so, für mich persönlich hätte ein bisschen Fußballromantik hätte der Timo Schulz von St. Pauli, weil der hat ja bewiesen, dass er es kann. Wie schlecht war die Hinrunde von St. Pauli? Hat aber natürlich super Arbeit geleistet, hat eine super Rückrunde gemacht. Heute natürlich auch sag ich mal so, dem HSV gerade keinen großen Gefallen getan mit der 4-0-Niederlage in Holstein Kiel. Vielleicht hat der Timo Schulz dann auch keine Lust dazu gewinnen, ne? Weil der HSV soll ja bestimmt nicht aussteigen aus St. Pauli-Sicht her. Die wollen ja das Derby nächste Saison in der zweiten Liga weiter haben. Das hat für mich ein bisschen Romantik, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Timo Schulz ist, glaube ich, von den 5 Kandidaten, wegen seiner Werder-Vergangenheit auch, er hat einige Spiele in der U23 von Werder gemacht, finde ich das eigentlich nicht schlecht. Ole Werner, natürlich eine sehr, sehr gute Arbeit mit Holstein Kiel, steigt höchstwahrscheinlich auf, wie es aussieht. Warum sollte er dann den Verein wechseln, wenn er aufsteigt? Ja, für mich irrelevant darüber nachzudenken. Warum sollte er mit Holstein Kiel aufsteigen und dann nicht die erste Liga trainieren? Wäre Schwachsinn meiner Meinung nach. Ja, und Leitl von Greuther Fürth ist für mich so ein No-Name, ne? Also der sagt mir irgendwie gar nichts. Also wir beiden sind uns sicher, Sepp, dann nehme ich dich jetzt natürlich wieder ins Boot und führe nicht den Monolog hier weiter. Wir sind uns beide sicher, dass Kofeld gehen müsste. Und ich als Fan von den 5 Kandidaten für mich Timo Schulz. Was ist deine Meinung? Also Labbadia auch nicht. Der wäre jetzt für mich so ein Feuerwehrmann gewesen, hätte man jetzt hier nochmal 3 Spiele mit dem gemacht, okay, das wäre okay gewesen. Aber ich glaube, der nutzt sich halt auch sehr schnell ab. Das macht jetzt für mich keinen Sinn. Terzic hatten wir schon mal angerissen. Weiß ich auch noch nicht so genau. Ist nicht so schlecht. Ich fand es, glaube ich, sogar, nachdem wir da mal drüber diskutiert haben, den Tedesco noch eigentlich interessanter als Terzic. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil er es nur so kurz gemacht hat. Aber wäre sicherlich eine Möglichkeit. Und die anderen drei, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich ja auch vorher überhaupt nicht mit beschäftigt, ja. Und sind jetzt auch aus meiner Sicht auch noch nicht teilweise so lange dabei bei den Mannschaften. Also ist jetzt nicht so das überragende Zeugnis, dass du sagst, so, die haben jetzt 3 Saisons, haben die irgendwie sozusagen von der einen Liga in die nächste geführt. Es ist halt ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Ne? Klingt erstmal ganz gut, alles solide, auch mit dem, was die aus den Mannschaften rausholen, weil ich glaube, zum Beispiel Greuther Fürth und Holstein Kiel haben sicherlich nicht den besten Etat in der zweiten Liga, gar keine Frage. Aber Korrekt. ob die quasi jetzt mit dem geringen Etat in der zweiten Liga jetzt sozusagen auch mal 3, 4 Jahre lang hintereinander Dritter, Vierter werden können, ist halt eine andere Frage. Oder ist halt einfach so eine Momentaufnahme. Ja, gerade passt halt irgendwie alles. Also weiß ich jetzt nicht so. Ole Und nochmal, Entschuldigung, Werner Sepp, ist natürlich warum auch nochmal sollten die sehr weg? jung, ne? Der ist 33. Das ist natürlich auch nochmal interessant. Aber die hatten jetzt auch von der Vita her auch aus meiner Sicht alle nicht so die überragenden Stationen. Ich bin mir da jetzt noch nicht so ganz sicher. Aber dass jetzt sozusagen Kofeld da auf jeden Fall gewechselt werden sollte, das ist das schon. Vielleicht wäre da Stimmen wirklich dein uns Vorschlag mit Tedesco einer, der viel interessanter wäre als jetzt die Kandidaten. Ja, da bin ich bei dir hundertprozentig. Also ich wollte gerade auch nochmal, ich will es nochmal wiederholen, nochmal Ole Werner oder Leitl von Greuther Fürth, sollte einer von beiden aufsteigen, warum sollten die den Verein wechseln? Nochmal. So, der Vorschlag Tedesco, den haben wir mal sozusagen im privaten Bereich besprochen, den Jungen finde ich auch gut. Definitiv junger, aufstrebender Trainer, mit Schalke Vizemeister geworden, mit defensivem Verhalten trotzdem erfolgreich gewesen, ziemlich ergebnisorientiert hat er spielen lassen. Ich finde den auch die Vergangenheit mit der Jugend in Hoffenheim Erfolg gehabt, mit der Jugend in Stuttgart Erfolg gehabt. Spartak Moskau war er jetzt auch nicht so schlecht, wie ich das Ja. gesehen habe. Also finde ich eigentlich die optimale Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur, Sepp, bevor die wieder Tim Borowski nehmen, sage ich jetzt mal so, ne? Dann sollen sie Ja. lieber jetzt kurz als Relation, wenn sie Tim Borowski, dann aber lieber den Schulz von St. Pauli, ne? Ich glaube, das ist, wenn es dazu kommen sollte.
Borowski oder Ja. Schulz, sondern aber bitte den Schulz nehmen, ne? Genau, ich habe jetzt gerade mir das nochmal angeschaut. Also der Schulz hat 32 Spiele gemacht, also als Trainer für Pauli, ne, also als Cheftrainer, und hatte dann 1,47 Punkte Durchschnitt. Der Leitl hat mittlerweile sogar schon 83 Spiele, also das ist schon ein bisschen was, mit 1,51 Punkte Durchschnitt. Und der Ole Werner hat 59 Spiele mit 1,64 Punkte Durchschnitt. Also da muss ich jetzt bei den letzten beiden zumindest sagen, okay, die sind ja schon beide bei einer Saison oder also 2 Saisons oder mehr. Das ist ja gar nicht so schlecht dann zumindest. Ne? Also von daher weiß ich jetzt nicht, Timo Schulz, klar, gebe ich dir recht, wäre der Vergangenheit, aber wäre jetzt eigentlich von der Statistik her eigentlich der am wenigsten interessante, weil er seine Saison quasi hat. Ne? So, aber Ja, wie gesagt, warten wir wir mal ab. beiden einigen uns auf Tedesco, ne? Ja, das fände ich auf jeden Fall interessant, Tedesco. Ja, würde ich auch sehen, Also der definitiv. bringt ja auch nochmal was anderes mit. Der war jetzt dann bei Spartak Moskau, war bei Schalke sicherlich auch drumherum nochmal was anderes. Ich weiß nicht, wie involviert er war in die Jugendarbeit von Schalke. Also finde ich sehr interessant, diese Möglichkeit. Wir gucken gerade nochmal drauf. Also ich habe jetzt hier gerade im Ticker, Stuttgart führt bei mir immer noch. Bei dir guckst du sogar Live-Bilder. Gerade Riesenchance für Augsburg, 4 Minuten Nachspielzeit, nach 2 Minuten Riesenchance für Augsburg, also 2 Minuten Nachspielzeit noch. Ja, okay. Das heißt, wir bleiben hier noch auf Sendung, ja, und müssen jetzt Ja, nochmal gucken. definitiv. Ja, wie wir jetzt schon sagen, also wenn man sich das Restprogramm nochmal anguckt, das jetzt nochmal so in der Zusammenfassung, Mainz, ich gehe noch ein paar Mannschaften durch, Hoffenheim hat 36 Punkte, die sind aus meiner Sicht schon durch. Durch. Mainz mit 35 auch. Augsburg ist ja das Durch. heiße Spiel, können wir gleich nochmal drüber reden. Hertha hat 30 Punkte, die haben auch noch 4 Spiele und spielen gegen Schalke. Also haben sie für mich schon 33 und ein weiteres Durch. Spiel werden sie auch gewinnen, sind sie also bei 36. Wir ist klar, wir haben es schwierig mit den beiden Spielen auch gegen Leverkusen und Gladbach und klar auch Augsburg auswärts. Und Bielefeld wäre jetzt sozusagen so ähnlich wie wir, die haben Hertha auswärts, Hoffenheim zu Hause, Stuttgart auswärts. Die könnten halt auch so mit 3, 4 Punkten rumdümpeln. Da wäre die Tordifferenz entscheidend. Und Köln hat halt noch das Spiel gegen Schalke, das sie gewinnen werden wahrscheinlich. Und Freiburg schätze ich jetzt nach dem Desaster schon gegen Hertha auch ganz schwach ein. Also ich persönlich gehe davon aus, dass die Kölner 4 bis 6 Punkte holen. Dann hätten sie also 33 bis 35 35. Punkte. Bielefeld würde 3 Punkte holen, dann wären die bei 33. Hertha holt 6 Punkte, dann haben sie 36. Und dann wäre aus meiner Sicht sozusagen Bielefeld wir. Wenn wir gegen Augsburg gewinnen und Augsburg selber halt noch in der Verlosung. Also für mich kristallisiert sich halt diese Möglichkeit raus. Augsburg, Bremen, Bielefeld. Ja, das Also stimmt. ist jetzt ganz entscheidend, als müsste das Spiel langsam zu Ende sein, ne? Ich gucke gerade noch mal genau. 4 Minuten sind vorbei. Er pfeift aber noch nicht ab. Stuttgart erklärt gerade. Jetzt hat noch mal geklärt. Jetzt müsste er, glaube ich, ne, der lässt doch mal einen Angriff für Augsburg laufen über der linke Seite gerade. Flanke rein im Strafraum. Vertändelt da, jetzt müsste Schluss sein. Stuttgart hat den Ball und schießt ihn erstmal aus der eigenen Hälfte raus. Aber jetzt weiß ich nicht, warum er noch nachspielen lässt. Er sagt, 4 Minuten Nachspielzeit ist jetzt schon bei 4 Minuten 30. Also wenn er jetzt nicht abpfeift, jetzt hat der Augsburger Torwart den Ball. Der lässt doch weiterspielen. Wir sind jetzt schon bei 5 Minuten Nachspielzeit. Und der pfeift nicht ab. Nochmal langen Ball von Augsburg. Stuttgart hat erklärt. So, jetzt müsste aber vorbei sein. Ja, ist vorbei. Stuttgart hat Ja, 2-1 gewonnen. sehr Das gut. passt natürlich für Werder schon mal gut. Sehr gut, super. Also da haben wir eine Sorge schon mal weniger hier am Freitagabend, deswegen machen wir das. Sehen jetzt auch gleich zu, dass das dann hier live geht. Ja, Aufstellung für morgen, vielleicht dann das jetzt noch nach dem positiven Ergebnis von gerade. Wie sollen wir spielen? Was meinst du? Also vorne die beiden Jungs einfach knallhart drin. Genau. Bittencourt würde ich diesmal von Anfang an spielen lassen. Den würde ich erst Ja. nicht einwechseln. Hinten, was wir noch gerade gar nicht mehr besprochen haben, der Friedel ist hinten noch fraglich, ne? Er sah ja erst danach aus, dass er spielen kann. Aber der hat heute wohl noch individuell trainiert und da ist auch noch nicht sicher, ob er morgen spielt.
Okay, dann ist dann Velkovic, Moisander, Innenverteidigungs, Genau. Theo und Augustinsson, also auf der Genau. Außenbahn. Genau. Und hier, ich nehme jetzt mal hier diese Aufstellung, die mir angeboten wurde. Groß wahrscheinlich, Eggestein, Bittencourt, Sargent, Selke, Füllkrug. Ja, genau. Rashica wäre fraglich, weiß ich jetzt nicht genau. Den würde ich aber auch nicht bringen, ganz ehrlich. Den würde ich nicht bringen. Mbom ist ja auch verletzt oder angeschlagen, ne? Genau. Friedl hast du auch gesagt. Ja. Möwald ist jetzt gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, sagt man mir so ein bisschen. Genau, hier steht es auch noch: Einsatz von Friedl ist fraglich. Mbom auch. Gut. Sperren drohen für Selke und Augustinsson, jeweils vierte Gelbe. Okay. Gut, da muss man einfach jetzt mal schauen. Ja, es wird ein krasses Spiel. Ja, also gerne mal wieder Kommentare von euch posten, eure Ergebnisse, auch gerne die Meinung zu den möglichen Trainern oder ob ihr auch jetzt hier große Tedesco-Fans geworden seid. Was jetzt ja eigentlich eher aus der Diskussion kam, das ganze Thema, aber sehr interessant, wie ich finde. Ja, und wir haben es extra Also spät über in den Abend verlegt, damit wir halt jetzt hier nochmal das Ergebnis mitbekommen. Bin ich schon mal sehr zufrieden, weil die sind jetzt natürlich punktemäßig nur 3 Punkte entfernt. Gerade eben selbe Tordifferenz. Also da ist natürlich auch mit einer Niederlage morgen dann noch in Augsburg alles möglich. Ne? Also ja, gut, muss ich euch nicht sagen. Werden krasse Wochen jetzt hier. Das ist ja hier ein Gezitterer ohne Ende. Ich sage mal so, zur Aktualität, Sepp, ist natürlich auch vom Kopf her, wenn du morgen Leverkusen schlagen solltest, holst du 3 Punkte gegen Leverkusen, bist punktgleich mit Augsburg. Augsburg hat in Stuttgart verloren. Wir kommen nach Augsburg, wir haben den Sieg, wir haben das Selbstvertrauen. Und wenn du da gewinnst, bist du auf einmal 3 Punkte vor Augsburg. Ne? Also letztes Mal positiv gesprochen, wie geil wäre morgen ein Sieg gegen Leverkusen? Weil Ja, gut. dann kriegen die Augsburger richtig Schiss, weil dann bist du schon punktgleich mit denen. Ne? Ja, klar. Also, aber 6 Punkte heißt auch für mich, dass man drin bleibt direkt. Ja, Also, okay, das stimmt natürlich, ja. ja. Also, wenn jetzt zum Beispiel also morgen gewinnst gegen Augsburg, ist auf jeden Fall so, weil die Bayern, wie gesagt, 5-0 werden ja im letzten Spieltag locker gewinnen. Ja, die müssen jetzt gegen Gladbach spielen. Das ist gar nicht so einfach. Da wird der Lewandowski vielleicht ein Tor schießen oder zwei. Gut, dann in Freiburg. Das werden sie, glaube ich, auch ganz gut machen. Aber er hat ja noch nicht diese Torjägerkanone und er schießt ja halt einfach 3 Tore gegen Augsburg. Also, Ja. das sind die Bayern, ja. Also, da muss man sich jetzt ja nicht denken, dass die jetzt irgendwann aufhören, dann zu spielen. Die waren jetzt auch ausgeruht und die haben jetzt sicherlich Bock, dass er noch 5 Tore schießt oder mindestens 4. Ja, also. Jetzt muss ich aber noch einen loswerden. Bayern München ist in der Hinsicht nicht Borussia Dortmund, die letzten Spiele dann immer abschenken. Das geht Ja. runter wie Öl. Ja, auch für die gibt es sicherlich spannende Spiele. Generell sind die Spieltage jetzt so zum Ende hin wirklich spannend, auch für Fans anderer Mannschaften. Aber jetzt für uns ist erstmal wichtig, dass wir morgen punkten, komm mal was wolle. Und klar, wir hören uns am Montag dann wieder. Wie gesagt, wir haben es jetzt aufgenommen, jetzt ist gleich 22:30, also schon richtig spät. Ihr kriegt das dann quasi so um die Mitternacht präsentiert. Freut euch drauf. Gott sei Dank hat Stuttgart uns jetzt schon mal geholfen. Aber Werder muss dann Hausaufgaben machen, sonst brennt es der Kessel. Und dann warten wir mal ab, was alles kommt. Euch ein schönes Wochenende und bis am Montag, ne? Macht's gut. Ciao, ciao. Von mir auch ein schönes Wochenende. Drückt ganz fest die Daumen morgen gegen Bayer Leverkusen und wie immer regelmäßig an dieser Stelle lebenslang grün-weiß. Schönen Abend. Ach, noch was. Tipps von uns beiden. Ich sag mal Tipp von 1-1. uns beiden. Du sagst 1-1. Ja. Ich tippe heute nicht. Ich sage 2-1 für Leverkusen. Eieiei, dann hören wir lieber auf, komm. Genau. Also macht's Schön. gut. Schönes Ja, schönen Wochenende. Abend noch. Ciao.